diesem Black Friday können Sie ausschlafen. Aus der ganzen Region strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen 9000 Geschäfte in der wechseln ab Freitag waren auch für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits Scheint begonnen. Es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache. Die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei einem Keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte Mehr Gefahr. Tote als durch AIDS. Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle... unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand verwandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und mehr. Unsere Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch... Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ihr habt es ja angeklickt, ihr wisst es, wir spielen endlich Division in der Vollversion und starten natürlich mit der Charaktererstellung. In diesem Charakter werden wir ja einige Stunden verbringen in New York und ich hoffe, ihr habt Bock auf das Let's Play. Ich bin gespannt auf das Spiel, denn mir hat die Beta schon echt Spaß gemacht. Allerdings, wie wahrscheinlich viele von euch, bin ich gespannt, was es an Sachen Content zu bieten hat. So vom Umfang her und so weiter. Da wurde ja sehr viel drüber geredet. Es wurde natürlich auch oftmals mit Destiny verglichen. Das hatte ja zum Start auch nicht so viel Content. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Wir starten, wie gesagt, mit der Charaktererstellung. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung da, ein Like da. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, holt ihr euch selber das Spiel? Interessiert es euch? Und euren Ersteindruck so. Wenn ihr es noch nicht selber gezockt habt, euren Ersteindruck nach dem ersten Part, wäre natürlich auch mal interessant zu wissen. So, genug dazu. Wir fangen jetzt an. Wir bauen uns einen männlichen Charakter und gucken jetzt mal die Gesichter an. Ja, 4, 5. Geht's hier noch weiter? Ja. Oh, ich würde sagen... Also entweder die 1 oder die 7. Ich glaube, ich nehme die 1. Ja, Hautfarbe, machen wir ein bisschen dunkler. Iris machen wir braun. So. Und man merkt jetzt schon, so viel Auswahl hat man hier schon mal gar nicht. Was ein bisschen schade ist. Frisuren gibt es tatsächlich nur 5, was? Nein. Das ist irgendwie so die Mehmet Scholl-Frisur gerade. Dann dieser Scheitel geht überhaupt gar nicht klar. Weg damit sofort. Ja, 3 geht. 4 geht auch noch. Und 5 geht wiederum überhaupt gar nicht. Deswegen nehmen wir mal die 3. Gesichtsbehaarung. Nehmen wir... Nehmen wir das hier, ja, Haarfarbe schwarz passt, Markierungen, Narben, okay, nee, eine Narbe muss er jetzt nicht unbedingt im Gesicht haben, Kriegsbemalung, ja, ich weiß nicht, machen wir sowas, oder
lassen wir das eher. Na, ich weiß nicht, ey. Nee, ich glaube, ich mache. Nee, lassen wir das. Lassen wir sowas. Sowas brauchen wir auch nicht unbedingt. So, Tattoos. Ach, am Hals, okay. Aha. Eine Spinne, krass. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan von Tattoos am Hals. Naja, ich weiß nicht, da ist jetzt auch nichts so Geiles dabei, finde ich. Ja, natürlich die Ami-Flagge riesengroß. Das ist natürlich genau mein Ding. Nee, machen wir auch nichts rein. Ich weiß nicht, so Tattoos am Hals. Muss jetzt auch nicht in so einer Epidemie sein. Machen wir so, machen wir das weg. So, Zubehör. Piercing und Brille. Piercing? Nein, ganz sicher nicht. Brillen, was haben wir hier? Machen wir die hier. Komm. Dann haben wir ein bisschen wenigstens was verändert am Charakter. Allgemein, ihr seht es ja selber schon, es ist jetzt nicht so die Riesenauswahl. Deswegen nehmen wir das so mal. Alles klar, so. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Okay. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Machen wir. So. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Yay! Cool. Heißt es jetzt, ich bin Pro-Gamer? Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Machen wir das mal, Leute. Ja, wird wahrscheinlich jetzt erstmal die Tutorial-Einführungsmissionen sein. Die machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal mit der Charaktererstellung. Für die Leute, die vielleicht schon das ein oder andere Beta-Video von mir gesehen haben, später möchte ich auf jeden Fall das ein oder andere Video auch mit einem Kumpel aufnehmen. Gerade wenn wir in die Dark Zone gehen, beispielsweise. Okay. Also ich werde jetzt nicht die kompletten Missionen alle samt alleine machen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, wie viel wir gemeinsam machen. Das Problem ist ja auch immer, wenn du mit jemandem aufnehmen willst, der Vollzeit arbeitet, dann noch Familie hat, wird es ein bisschen schwierig, da sich so abzustimmen. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber ich will auf jeden Fall mit dem zocken, deswegen habe ich es mir auch für die Xbox One geholt. Und ja, es werden wahrscheinlich einige dabei sein, die auch die Beta-Videos gesehen haben. Und gerade als wir dann in der Dark Zone unterwegs waren, war das schon verdammt lustig, fand ich persönlich auch. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall auch machen in der Vollversion. So, wo muss ich hin? Hier sind schon alle Leute am Start. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schön, diese Ansage. Die Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Okay, Identität überprüfen. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Motzschlumpf. Geiler Name.
Okay, was hast du denn für uns hier? Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Ja, gibt's Schlimmeres, wa? Aber gut, passt schon. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen sich von der Masse abheben will, sollte man sich vielleicht wirklich einen weiblichen Charakter machen. Denn allesamt hier gleich angezogen und so weiter, ja. Hätten sie echt ein bisschen mehr Optionen reinmachen können. Finde ich persönlich. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Okay. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Was ist das für Holen Sie die Vorräte zurück. Sie müssen das nicht tun. Lassen Sie mich gehen. Niemand muss sterben. So einfach ist die Geschichte. Dieser verdammte Mob ist überall. Sauber. Jo, danke dir. Ah, cool. Schon mal den ersten Loot hier. Ja, damit. Das wird sowieso das Geilste. Ah, Fähigkeit. Stimmt ja. Inventar checken wir aber trotzdem mal kurz. Notfallrucksack ist schon mal was Besseres. Sehr nice. Dann hatte ich mir noch im Ubisoft Club hatte ich mir auch noch ein paar Sachen freigespielt. Freigeschaltet. Sind die jetzt schon auswählbar? Einfache Parker? Cargojacke? Hm, ich weiß nicht, ob es das war. Ich glaube, irgendwas anderes war es eigentlich. Wildlederschuhe. Aha. Denn ihr kennt ja diese ganzen Ubisoft-Aktionen in den Ubisoft-Spielen. Und bei Division gibt es das natürlich auch. Und da kann man Sachen in-game, Sachen, Jacken und so weiter freischalten. Das habe ich alles schon freigespielt, soweit es ging. Ich glaube, einige muss man erstmal mit Mission nochmal freispielen. Aber ansonsten habe ich mir das alles eigentlich gekauft. Aber vielleicht wird es erst später freigespielt oder man muss sich das irgendwo abholen. Keine Ahnung. So, was nehmen wir denn hier? Ich glaube, ich nehme die Haftgranate wieder. So. Und dann gehen wir mal weiter. Okay. Ja, wir gucken uns jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Tutorial-Missionen an. Hier sind ja auch anscheinend nur Nebenmissionen. Das war ja dieses blaue Symbol. Aber vielleicht muss ich mich erstmal quasi beweisen oder das ist alles erstmal zur Einführung des Spiels. Und dann kriegen wir die richtigen Hauptmissionen. So. Boom, Junge. Und sehr nice. Sehr nice. Gegner neutralisiert. Dankeschön. So, markieren. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Stirb, du Scheißkerl. Stirb doch selber, Mann, du Scheißkerl. Du miese Sacknase. Das ist kein Spaß. Selber. Immer dreimal mehr wie du. Bist selber das Opfer. Boah, das wird sowieso, jetzt wird es ja sowieso endlich geil, dass man die ganzen Sachen, die du findest, behalten kannst und deinen Charakterfortschritt auch und alles und nicht wieder abgeben musst. Ach, darauf freue ich mich schon. Ah, Kisten. Notfallrucksack, Stufe 2. Aha. Mitnehmen. Das müssen wir markieren. Aber liegt hier hinten vielleicht noch irgendwas anderes? Okay. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Yay, Nebenmission abgeschlossen. So. Oh, neuer Schutzpanzer, der sogar richtig gut ist im Vergleich. Ah, den können wir uns jetzt noch nicht anlegen. Aber Arbeitshandschuhe schon mal. Und neue Waffen haben wir noch nicht gefunden. Aber haben wir einen Mod? Habe ich irgendwas übersehen? Nee, auch noch nicht. Okay. Gut, nächste Mission. Ja, ja, scheint so, dass wir wirklich erstmal diese Nebenmission machen müssen. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren.
Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Alles klar. Versuch mein Bestes. Ja, wie gesagt, die größte Frage, die ich mir stelle für das Spiel, wie sieht's mit dem Umfang aus? Das ist wirklich so die Frage, die ich mir stelle. Und wahrscheinlich viele von euch auch. Ich habe auch schon mit anderen Kumpels drüber geredet. Da war auch der Meinung, der war auch der Meinung, ey, cool, Beta hat richtig Laune gemacht, gerade wenn man da zu zweit oder zu dritt unterwegs ist. Aber der wartet auch erstmal ab, ja. Denn der ist auch vorgeschädigt, sag ich mal, in Anführungsstrichen von Destiny. Mir hat's zwar richtig gut gefallen, Destiny, auch am Anfang. Aber mit dem letzten großen Update wurde Destiny auch erst richtig, richtig geil. Also bin ich der Meinung zumindest. Vorher war das ein cooles Spiel. Hat Laune gemacht auf jeden Fall, aber das letzte Update, das hat erstmal das auf so ein neues Level gehoben, was halt richtig geil war. Und man liest ja, egal wo du irgendwas liest über die Spiele, über Division, das wird die ganze Zeit irgendwie von der Fachpresse mit Destiny verglichen und so weiter. Das ist ja auch klar, sind ja nicht so viele Spiele draußen, die so ein bisschen in diese MMO-artige ja, Schiene gehen. Und da ist es natürlich naheliegend, dass die beiden verglichen werden. Ist ja auch scheißegal. Kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt. Und dafür sind ja YouTube-Videos immer ganz gut, ja? dass man als unentschlossener Käufer sich erstmal einen Einblick geben kann. Deswegen, ja, mal gucken. Also könnt ihr ja auch gerne mal reinschreiben, ja? Wenn da wirklich Leute noch draußen sind, die sich erstmal noch das eine oder andere YouTube-Video reinziehen wollen, um dann zu entscheiden, hole ich mir das jetzt wirklich oder nicht. Schätze, hier war schon mehr. Boah, die hat ja perfekt gesessen, muss ich nichts mehr zu sagen. Geiler Scheiß. Das alles gehört uns. Bereich gesichert. Easy. Gegner neutralisiert. Locker easy. Ihr könnt ja gar nichts, ihr Lappen. So. Hallo? Alles okay da draußen? Hey, ist da draußen jemand? Können Sie mich rauslassen? Ja, warte kurz. Ich guck kurz, ob hier Loot ist. Medipack. Bin ich voll. Öffnen. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich, oh, vielen Dank. Das war. Wir brauchen mehr. Schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, dann lauf doch. Alles klar. Gechillt, geht er raus. Ha, lass dir Zeit. Stufe 2, Leute. Stufe 2. So, neue Waffen. Schlechter, schlechter. Zweimal die Schrotflinte, die gleiche. Geil. Dann, so, hier nochmal. Wo war das jetzt? Wo waren das jetzt, was wir noch nicht ausrüsten konnten? War das hier? Ja, Notfallrucksack. So. Nächste Mission. So. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Okay. Ja. Anscheinend ist es wirklich jetzt erstmal eine Nebenmission machen, damit wir so ein bisschen ins Spiel reinkommen und dann werden wahrscheinlich später erst die ganzen richtigen Missionen freigespielt. Denn man hat ja erst in der Beta richtige Missionen gespielt, zwei Stück. Und das sind ja, wie man gelesen hat, Nebenmissionen. Ah gut, machen wir das halt. Ist sowieso das Ding. Also eigentlich lohnen sich die Nebenmissionen auch. Soweit ich die Beta gezockt habe, lohnen sich die auch. Hat man ja gerade gesehen, wenn man die kurz mal befreit nach 5 Minuten, kann man dann doch schon mal so eine Loot-Kiste mitnehmen. Ne? Warum nicht dann das kurz machen? Was geht, Junge? Da guckst du nicht schlecht, oder? Du kleiner, mächtiger Gangsterboy. Bereich
sich gesichert. Oh, Gegner was Blaues, was zum Anziehen. Yes, neue Kleidung. Oh, warte, da war was drin. Da war was drin. Da war was Interessantes drin. Erstmal die Atemschutzmaske. Und dann der Griff. Den packen wir nämlich hier an die Waffe jetzt. So. Perfekt. Aussehen. Was haben wir denn gezogen? Ich hab's gar nicht gelesen. Das war wahrscheinlich schon die Mütze, oder? Was wir gerade gefunden haben. Okay. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Okay, Dr. Cox. Ich bin bereit. Warnung. Von wo kommen Sie denn? Ach, da. Bringt's zu Ende. Hört auf rumzugammeln. Wow, hat's ihn. Ich dachte, der ist so zur Seite geflogen, der Penner. Ey, scheiße. Ah, was war das denn jetzt? Ah, ich glaube, wenn man auf den Stick drückt, dann dreht man sich 180 Grad kurz. Ist ja richtig doof. Obwohl, was heißt richtig doof? Aber muss man wahrscheinlich erstmal klarkommen. Ich weiß nicht, wie ich das ausgelöst habe. Du bist so schlau, Junge. Du bist der Schlauste der ganzen Gang wahrscheinlich gewesen. Die ganzen Gangster-Boys, Alter, die sind so hohl teilweise. Man muss es einfach wirklich jetzt schon sagen, teilweise sind die echt nicht die Schlauesten. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Ziel sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Das ist doch die Stimme. Ey, man hat hier echt viele bekannte Stimmen, war das ist doch die Stimme von dem. Von dem Comicbuchbesitzer aus Big Bang. Theorie. Warte mal, warum ist denn da so ein weißes Symbol? Ist da irgendwas zum Einsammeln? Locker, ganz ja, locker, Mann. Bleib doch easy. Die Welt geht unter, aber Peace, Alter. Ist okay, Junge. Komisch. Gut, alles klar. Wir sollen jetzt Bericht erstatten. Dann machen wir das doch mal eben. Und dann gucken wir mal weiter. Was dann passiert. Warte mal, wir haben noch, bevor ich das vergesse. Haben wir hier nochmal neue Mods bekommen? Nee, aber neue Waffen, ey. Super 90, ja, ist doch alles scheiße, ey. Brauchen wir doch gar nicht, bringt uns gerade gar nichts. Sowas ist gut. Gut. Officer Hazen. Willkommen. Wahrscheinlich werden wir dadurch auch schon direkt Level 3 erreichen. Das geht ja ultra schnell. Alter Schwede. Sobald ich. Ist Level 20 wirklich Maximum Level hier im Spiel? Glaub schon, oder? Glaub schon. Aber ja, gucken wir mal, wie lange das denn dauert, Level 20 zu werden. Und
immer schön umgucken. In der Beta gab es so viele kleine Ecken, wo guter Stuff gelegen ist. Gelegen hat. Deswegen gucken wir uns auf jeden Fall immer wieder um. Versuchen möglichst schnell, möglichst krass zu werden. Denn ich will natürlich auf jeden Fall wieder in die Dark Zone gehen. Denn da geht der richtige, reale Shit ab. Sie verpassen was. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Alles klar. Geile Sache. So, jetzt werde ich noch das alles verchecken. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. So, 156 Dollar, yes. Umgebaute SMG. Könnte man sich gönnen. Ist halt die Frage, ob wir uns überhaupt jetzt direkt was kaufen sollen. Komm, ich hole mir die hier. Scheiß drauf. Kein Rückgaberecht. Scheiß drauf. So. Hey, was darf sein? Hey, was darf sein? Umgebaut SMG. Ach, hier kann man das gar nicht ansetzen. Ah, okay, alles klar. Scheiß drauf. Mal gucken. Ich hab eine riesen Auswahl. Ich werde später so rich sein. Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß einfach jetzt schon, dass ich später richtig reich sein werde. Im Spiel natürlich. Leider nicht in echt. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht dann an dieser Stelle. Für den ersten Part, für den ersten Eindruck. Ja, wahrscheinlich müssen wir echt erstmal so eine Stunde oder so Tutorial und allen Spielmissionen oder die nächste. Vielleicht nach der nächsten geht's richtig los dann. Auch, dass wir da wieder in das Gebiet kommen, wo wir die einzelnen Segmente aufbauen können, Technologie, Medizin und so weiter. Und ja, wir werden sehen, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, es hat euch soweit erstmal gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr unentschlossen seid, könnt ihr natürlich erstmal ein paar Videos reingucken bei mir. Oder auch so, wenn ihr sagt, ey, nee, ist überhaupt nicht mein Fall, Division, guckt ihr trotzdem rein. Nee, ich werde es mir niemals holen, guckt ihr trotzdem rein. Wenn ihr was Besseres zu tun habt, einfach reingucken. So. Nee, Spaß beiseite. Schreibt mal echt eure Meinung, Ersteindruck, also in die Kommentare, holt ihr euch das Spiel und so weiter. Das habe ich ja schon mal am Anfang gesagt. Und lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von Division, damit ich einfach weiß, alles klar, Interesse herrscht. Let's go, zieh es durch, so. Gewiss. Gut, das war's. Haut rein. Tschüss.